Ja, meine Lieben, hallo und ich hoffe, man hört mich. Willkommen zurück zu Manic Mansion Mania. Ich mach's kurz, Halloween Special Teil 2. Ist ja witzig, das ist das Intro-Theme von der Manic Mansion TV-Serie, die mal für eine Staffel lief und ziemlich gefloppt ist. Ja genau, ich nehme diese Folge jetzt noch auf und ich habe sie jetzt hochgestellt, weil bei der letzten Folge gab es irgendeinen Bug und ich konnte nicht weiterspielen. Das hier ist Escape from Manic Mansion und ist die Fortsetzung von Mr. L, Carry On, Wink, Smiley, ne? Also, falls ihr nicht wisst, was jetzt hier abgeht, im besten Fall schaut euch die Episode an. Ich glaube, das war eine Folge von der dritten Staffel, soweit ich weiß. Gut, wie dem auch sei, wir starten einfach ins Spiel. Los geht's. Ui. Okay, Leute, jetzt sind wir wieder beim alten Haus. Hier ist mein Boss Wink Smiley zuletzt gesehen worden. Wir müssen ihn herausholen, sonst bin ich meinen Job los. Wie ich diese Addisons kenne, könnte das wieder ziemlich gefährlich werden. Wenn also jemand aussteigen will... Natürlich, Bernhard. Bin schon weg. Na, dachte, wir gehen zum Strand. Ja, super. Von einem Stich gelassen, ja. Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Ja, stimmt. Oh, ich kann dann erstmal nach rechts laufen. Gut, die Figur läuft schon mal normal. Er scheint noch nicht zusammenzubrechen. Er sieht schon mal gut aus. Sieht fast aus wie Hoagies Hintern. Das erinnert mich an dieses alte Lied. Wo ist mein Keyboard? Oh. Was? Gut, ihr noch gespielt, das... Ich bin eben ein Romantiker. Sehr, sehr... Aber war das nicht... Täusche ich mich gerade, oder war das aus der Benny Hill Show? Das weiß ich gar nicht. So ein Fuchsschwanz nehmen wir uns natürlich mal mit. Warum nicht? Ja, der muss weg. Wieder schön mit Umrahmung. Sehr, sehr schön. So ein Nummernschild. Wink. Das ist ohne Zweifel Winks Auto. Was soll ich denn damit? Weiß ich doch nicht. Das geht nur mit einem Schlüssel. Carry on, Smiley. Das will ich gar nicht haben. Finden wir noch irgendwas Besonderes? Scheinbar nicht. Ja. Gitter. Hier auf dem Schild steht, Hotelgäste werden nicht schrecklich verstümmelt. Ach, wie nett. Ich glaube nicht, dass ich es nehmen kann, aber so ein bisschen vom Gitter was abreißen. So vielleicht eine kleine Stange. Ist irgendwas locker? Nee. Geh mal zur Villa. Hinters Haus können wir auch gehen. Interessant. Aber wir gucken erstmal, hier können wir den Busch wieder abreißen. Da unten ist er doch, oder? Nee, Quatsch. Quatsch, ist er nicht. Da ist der Haupthahn für die Wasserleitung. Nee. Boah, sitzt das fest. Ich muss mal wieder mehr trainieren. Ein loser Stein. Ein loser Backstein. Okay. Ah, das hatte ich anders in Erinnerung. Hatte ich auch anders in Erinnerung, tja. Hey, bleibt nicht offen. Okay, interessant. Also muss ich irgendwas scheinbar reinklemmen oder so. Oder den verkleben, dass der ja, dass er auch so bleibt. So, mal sehen. Da ist eine Zeitung drin. Dann nimm mal mit. Nehme ich. Gleich mal lesen. Skandal im Wink. Fensterdecken auf. Schande. Verdammte Boulevardpresse. Der Showstar ist pleite, impotent und Betrüger. Serientäter hinter Gitter. Inspektor Clouseau, der Held des Tages. Ja, also wie gesagt, alles Anspielung auf die Episode Carry On Smiley oder Wink Smiley. Im besten Fall wirklich angucken. Habe ich auch schon Let's Played. Wunderbare Episode. Ah gut, die Episoden von Mr. L sind immer ziemlich gut. Also da kann man sich eigentlich immer auf ein schönes Abenteuer gefasst machen. Mal sehen. Mist. Nichts runter. Das wäre auch zu einfach gewesen. Öffne Haustür, wahrscheinlich klingeln ist eine blöde Idee, ich speichere lieber mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, in den Halloween-Episoden kann alles passieren. Nicht, dass ich hier auf die Mütze bekomme. Benutzen wäre besser. Ist hier jemand? Oh, wieder die Türklingel. Ich komme ja schon. Na. Hä? Willkommen im Manic Mansion. Wir hoffen, dass ihr Aufenthalt... hallo.
Ed. Wunderschön, in seinem Page-Outfit. Hallo, Ed. Ja, hallo, Sid. Wie geht's denn so? Nun, seit meine Eltern die Idee hatten, hier ein Hotel zu eröffnen, geht's mir nicht mehr so gut. Kann ich reinkommen? Haben Sie reserviert? Hä? Entschuldigung. Ich übe nur für meinen neuen Job. So? Und, kann ich reinkommen? Willst du ein Zimmer mieten? Nein. Nun dann. Nein. Wie siehst du denn aus? Das ist meine Dienstkleidung. Was ist denn das für ein Dienst? Ich bin der Hotelparse. Und, macht das Spaß? Weiß nicht, wir hatten erst einen Gast, aber den habe ich nicht mal zu Gesicht bekommen. Wieso geht's dir denn schlecht? Nun, seitdem muss ich ja alles machen. Er tut dies, er tut das. Und für nur 5 Dollar die Stunde. Aber musstest du früher nicht auch immer alles machen? Schon. Und dann auch noch für umsonst, oder? Stimmt. Hey, du hast recht. Jetzt fühle ich mich viel besser. Erzähl mir mehr über den Gast, über diesen Gast. Nun, ich weiß nur, dass ihm das coole Auto in der Einfahrt gehört. Und? Nun, Mutter sagt, er sei frech geworden. Und dann? Dann, ist er wohl weggegangen. Ja, ja, als ob. Ich geh da mal. Ja, und beehren Sie uns bald wieder. Wir wissen ganz genau, was hier Fall ist, ne? Was hier der Fall ist. So, wollen wir nochmal nerven? Oh, wieder die Türklingel. Ich komm jetzt so. Ich denke wahrscheinlich immer, hier kommt extra ein neuer Gast an und dann, ja, sind so wir. Malik Manson, Aufenthalt. Oh, hallo. Kann ich dir irgendwie Fuchsschwanz geben? Hey, toller Schwanz. Fuchsschwanz, meine ich. Bis dann, Sid. Okay, es war anscheinend sehr peinlich, was wir jetzt gerade gemacht haben. Gehen wir mal zur Landschaft. Oh, schön. Mal sehen, wo ich lande, wenn ich hier weitergehe. Sid. Okay, da ist ein Friedhof scheinbar. Bam, bam, bam. Ah ja, vielen Dank. Was? Was macht ein Freddy Kür hier? Ah. Rest in Peace. Da steht, hier ruht Jed Edison. Hätte er nicht Künstler werden wollen, könnte er auch in der Familiengruft liegen. Sehr, sehr nett. Da steht, hier ruht Ned Edison. Hätte er nicht Künstler werden wollen, könnte er auch in der Familiengruft liegen. Da steht, hier ruht Eds Hamster. Wir fanden seine Überreste zerfett in der Mikrowelle. War es Selbstmord? Natürlich. Hey, was schaut ihr mich so an? Ich weiß nicht, du hast damit nichts zu tun, ne? Also, das würdet ihr niemals machen mit den armen Hamster, ne? Ui. Da steht gar nichts drauf. Wieso beunruhigt dich das jetzt? Das wird dich reserviert. Oh, nice. Wer kennt das hier, dieses wunderbare Theme, was hier im Hintergrund spielt? Yeah. Geschichten aus der Gruft, ne? Da steht, das ist die Gruft. Dies ist die Gruft der Familie Edison. Wir lebten und starben. Für die Wissenschaft. Leider hat es sich nie ausgezahlt. Edison. Da liegen wohl die ganzen Vorfahren von Dr. Fred begraben. Die Tür ist fest verschlossen. Ich glaube, es ist nur noch ein bisschen laut tatsächlich. Machen wir noch ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu leise, was ich jetzt gemacht habe. Aber man muss mich auch verstehen, ich werde nicht so ins Mikro brüllen. Oh, Jeff! Du bist ja doch zurückgekommen. Oh, der sieht auch nicht glücklich aus. Du musst mir helfen. Hier ist alles so unheimlich. Also, ich schlage vor... Jeff! Das ist jetzt ganz schlecht. Ja, Jeff ermordet. Also, falls das jemand noch nicht verstanden hat, er ist tot, ne? Jeff, das kann doch nicht sein. Er war doch immer ein ganzer Kerl. Ja, jetzt ist so ein halber Kerl. So, kann ich ihn mitnehmen? Nie im Leben. Laverne könnte das. Oh nein.
Oh ja, jetzt ist wieder ein bisschen. Bisschen friedlicher alles. Ach du Scheiße. So. Steht da auch noch Bernhard rum, der auch noch stirbt, oder? Ja, ne? Also, wie ich schon sagte, es können Charaktere sterben, offensichtlich, ja. Geht nur mit Schüsse, ja, gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir können doch hier hinter das Haus gehen, tatsächlich. Oh nein. Was, Der Kerl hat ein riesiges Messer. Und er sieht aus wie Jason Voorhees. Nein! Oh, scheiße. Jason. Ja, da steht er einfach mal rum. Hm. Kann ich mit dir reden? Hey, du altes Glucks. Jason, verpiss dich. Du bist so hässlich. Oh nein. Den Typ renne ich doch nicht in die Arme. Besser nicht. Okay, Jason wartet hier auf uns. Müssen wir vorsichtig sein. Okay, hier, so kommen wir nicht. Okay, interessant. Also da steht einmal Jason rum, der scheinbar auch da fröhlich gemordet hat. Vielleicht sollten wir das mal Ed sagen, dass da ja, ein berühmter Serienkiller aus der Filmgeschichte sich da rumtreibt. Ja, warte mal, ich hab dir was zu sagen. Ed, da hinter dem Haus. Was ist hinter dem Haus? Da steht ein Typ mit einem Messer. Aha. Ich sagte, da steht ein Typ mit einem Messer. Der Kerl sieht aus wie Jason aus Freitag der 13. Tatsächlich? Ja, verdammt. Du willst mich wohl veräppeln, was? Aber es ist Halloween, nicht der 1. April. Ich sag die Wahrheit. Sid, ich hab noch zu tun. Kann ich mit dem Fuchsschwanz hier diesen losen Stein da... Nee, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Hier haben wir auch nichts, was wir irgendwie... Können wir vielleicht das ins Blut tauchen oder... Können wir irgendwas von ihm mitnehmen? Nee, er hat auch nichts fallen lassen. Er ist halt zerteilt. Da steht ja bla bla bla. Grabstein. Eisenstift, na, sieh mal einer an. Mal sehen. Mist, er sitzt so fest. Ob der Fuchsschwanz auch schneidet? Naja, wohl nicht. Aber er ist flauschig. Dann kann ich den Eisenstift abbrechen. Ohne mich am Rost zu verletzen. Gut, was? Ja, nice, da steht Gruft Edison, bla bla bla. Wissenschaft hat sie ausgezahlt. Speichern wir mal. Ah, ich liebe dir das Intro-Theme von Geschichten aus der Gruft. Kann man das hier aufhebeln? Nee, das ist dann wahrscheinlich für den Stein. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir den jetzt dafür brauchen, oder? Mit dem Stein? Ja, es könnte sogar klappen. So. Rein da jetzt. Okay, jetzt sind wir hier unten. Ein Absperrband. Nehmen wir das einmal mit. Ja, weg damit. Ah, ich kann die Tür zum Pool sehen. Kommst du da durch? Ja, ich komme nicht ran. Was? Direkt über dir. Du musst einfach nur nach oben greifen, aber wird scheinbar auch zu viel verlangt. Haupthahn. Ja, Wasserhaupthahn. Diesmal nicht. Und der Hamster, warum? Wie kommt der da hin? Komm her, mein Freund. Ein Käfig auch mitnehmen? Ja, komm. Der ist zu schwer. Hamsterkäfig. Scheinbar denkt Ed, hier wäre sein Hamster sicher. Ja gut, dann werden wir Ed ihm mal dem Hamster bringen. Ich glaube, das wird ihn doch freuen. Vielleicht hört uns da mehr zu. Vielleicht ist er dann offener für unsere warnenden Worte. Ja. Ding Dong. Oh, so ein Wieder, der nervt so sehr. Warum kommt der immer wieder? Manic Mansion Aufenthalt, bla bla bla. Reden wir mal mit dir. Ich geh da mal, ja. Ah, warte, nicht wegrennen. Ach Mensch. Gut, da muss ich den Hamster direkt geben. Ich dachte, ich kann das per Dialogoption ihm in die Hand drücken. Aber scheinbar nicht. Oh, hallo. Bitteschön. Oh nein. Das ist ja mein Todesurteil. Wieso? Hey! Du kannst doch nicht reingehen. Tut mir echt leid, Sid. Hey, ich bin noch schon da.
und nun? Kann ich nochmal mit der Re- also. Ich sagte, Reiter tatsächlich, ja, verdammt, willst du mich so veräppeln, bla bla bla, hatten wir auch schon. Sieht genauso aus wie sein erster Hamster. Soll ich einfach den Hamster entgegenwerfen? Okay, kleiner Freund. Nein! Jetzt opfere ich den Hamster oder was? Viel Glück. Quick, quick, quick. Wow, der lässt sich aber einfach ablenken. Okay. Ich fürchte nur, das wird ihn nicht lange beschäftigen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass Jason auch Hamster jagt. Oh, die sitzen zu fest. Oh, na gut. Hey, da ist ja noch ein Gitter. Buschwerk. Wieder ein Eisengitter, was du nicht öffnen kannst. Es ist fest eingemauert. Büsche haben wir noch. Können wir die Büsche nehmen? Die sitzen zu fest. Blut? Fragezeichen. Ist das Blut? Ist ja ekelhaft. Oh, gehen wir einfach mal weiter. Oh nein. Ich laufe diesem Messerstecher nicht hinterher. Hier muss doch noch irgendwas sein. Blut? Fragezeichen. Kann ich das irgendwie aufwischen? Oder ein Fuchsschwanz? Wäsche. Hier irgendwie einen Backstein, den ich aktivieren kann. Büsche. Frontseite. Tja, Sid, hab mal Geduld. Ich muss mal nachdenken, was ich jetzt mache als nächstes. Also, kann ich da irgendwie, oder kann ich vielleicht mit dem Absperrband das aufreißen? Besser nicht. Jetzt habe ich einen Busch, das ist ja schön. Aber was soll ich jetzt mit einem Buschgestrüpp anfangen? Kannst du das Blut einfach nehmen? Ja, ich fasse doch nicht rein. Besser nicht. Gut, hier haben wir jetzt ein kleines Problem. Hier liegt auch nichts rum irgendwie, was wir machen können. Frontseite. Ich bin jetzt nicht dahinter gekommen, um einen Busch zu... Oder? Nein. Ich bin ja froh, dass er da stecken bleibt. Hä? Ja gut, aber ich glaube nicht, dass mir ein Busch was bringt, oder? Besser nicht. Tür ist verschlossen. Oder kann ich vielleicht... Ja. Vielleicht, ganz blöde Idee, aber kann ich vielleicht mit dem Busch, mit dem Absperrband irgendwie eine Stolperfalle stellen? Ist das eine doofe Idee? Ich weiß es nicht. Haustür. Aber ich muss da irgendwie, irgendwas muss ich da mit Ed jetzt machen. Ich könnte den Busch in der Hand drücken, aber ich glaube, das juckt den auch nicht, oder? Hallo? Was soll ich damit? Davon wächst ja schon genug. Besser nicht. Oh, die Abendzeitung. Ich wusste gar nicht, dass du die austrägst. Hä? Hier, ein kleines Trinkgeld. Danke, Fragezeichen. Kann ich noch was machen oder war das jetzt ja das höchste der Gefühle? Willkommen, Manic Mansons Aufenthalt. Wunderbar. Och, du schon wieder. Hallo. Fuchsschwanz. Hey, toller Schwanz. Ich meine Fuchsschwanz, ne? Oh, ich gehe wieder. Jetzt habe ich hier ein 20-Cent-Stück. Ich könnte einfach schon irgendeine Schraube lösen. Vielleicht vom Auto? Ergibt das Sinn, dass ich das mache? Kofferraum besser nicht. Oder ist, kann ich... Ich kann... Geht nur mit Schlüssel. Oder Anhänger, kann ich den nehmen? Will ich gar nicht. Nummernschild. Was soll ich damit? Besser nicht. Ein Kofferraum, wie gesagt, kann ich auch nicht öffnen. Nur mit Schlüssel. Das ist halt die Frage, was... Oh. Das ist halt die Frage, was mache ich jetzt, ne? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Kann ich hier unten vielleicht irgendwie... Aufschrauben? Besser nicht.
besser nicht, Blödsinn. Ja, ist ja gut. War nur ein Versuch. Öffne Haupttann. Er will das nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, in diesem Gitter stehen, müsste da nicht irgendwie eigentlich Wing Smiley oder so im Gefängnis sitzen? Also, rein vom Prinzip her. Wieder ein Eisengitter. Mal sehen. Ah, hallo? Ist da unten jemand? Ah, kommt drauf an, wer fragt. Sind Sie die alte Schrulle mit dem Schwestern-Outfit? Nein. Sind Sie eins von diesen schleimigen Hüpftentakeln? Nein. Sind Sie vielleicht dieser Doktor mit dem Spiegel am Eierkopf? Nein. Mr. Smiley, ich bin Sid. Ah, Sid. Ich hoffe, er wird hier keinen Urlaub machen. Sid, mein Junge, was machst du hier? Ich will Sie retten, Mr. Smiley. Retten? Ich mache hier Urlaub. Aber Sie sind nicht im Kerker eingesperrt? Schon. Ist doch mal was anderes. Sind Sie okay, Mr. Smiley? Yep. Nur die Verpflegung könnte besser sein. Schmeckt das Essen nicht? Naja, ich hatte noch keins. Hier oben ist alles voller Blut. Ach, vielleicht hat die Edna Tussi ihre Tage. Soll ich Ihnen was zu essen besorgen? Das wäre nett. Ich glaube, ich habe noch ein Käsebrot im Auto. Soll ich Ihnen das holen? Ja, warte, ich gebe dir den Autoschlüssel. Da. Ich komme bald zurück. Okay, Sid. Naja, naja. Ich weiß ja nicht, wie lange er jetzt schon in diesem Gefängnis festsitzt oder bei den Addisons, aber... Was? Was ist denn hier passiert? Da liegt jetzt Bernhard zerstückelt. Ich würde gerade sagen, das Käsebrot ist wahrscheinlich schon schimmelig, aber ich glaube, das wird das kleinste unserer eigentlichen Probleme sein, wenn man mal sieht, was da gerade aus dem Auto quillt. Oh mein Gott! Bernhard! Er ist tot. Ich kenne einige Leute, denen das ganz recht sein wird. So. Schreckensbild auf keinen Fall. Ach, auch wenn er ein Nervensäge war, das hat er nicht verdient. Was hat denn Bernhard gemacht? Der war doch ganz nett. Wenn ich unbedingt muss, war es ist widerlich. Ich mach den Kofferraum besser zu. Mach's gut, Bernhard. War schön. Also, scheint er relativ gechillt darauf zu agieren, dass gerade dein Freund mehr oder weniger da zerstückelt in seiner eigenen Blutlache im Kofferraum lag. War Ihr Käsebrot im Kofferraum? Ja, yep, hast du es gefunden? Ich glaube, Sie würden es nicht mehr wollen. Geschimmelt? Könnte man so sagen. Hier läuft ein Mörder frei rum. Ein Mörder? Ja. Naja, Hauptsache keine Journalisten. Drücken Sie mal den losen Stein unter dem Fenster. Hab ich schon. Und? Hat sich die Kerkertür geöffnet? Nö, der Stein ist rausgefallen. Willst du ihn haben? Nein, danke. Ich hole sie schon hier raus. Ja, du machst das schon. Okay. Ich meine, weiß ich nicht. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt noch wieder was rausholen können. Das geht nur mit dem Schlüssel. Nein, da gehe ich nicht mehr ran. Gut, also der Käsebrot-Quest hat sich erledigt scheinbar. Das können wir uns sparen. So, jetzt müssen wir nur gucken, was wir mit dem Lukenöffner machen. Wir könnten theoretisch das Gatter hier öffnen. Das wird klappen. Sehr gut. Oh nein! Durch da! Schnell! Ah! Mein Gott! Wieder dieser Jason-Typ. Ich mach mal besser das Gitter wieder zu. Endlich, ich bin im Haus. Jetzt fühle ich mich sicher. Hilfe! Hilfe! Bitte nicht! Oh! Was? Schön, was hier für klassische Horrormusiken verwendet werden. Jetzt hören wir ja Psycho. So ein Schlüssel. Okay. Ein Totenkopfschlüssel. Oh, sieht zumindest so aus. Nee, ich sollte mich erst im Nebenraum um den Nebenraum kümmern. Ach, der auch noch. Oh Gott. Nein! Ghostface ist ja auch, okay. In die Eier. Naja. Oh shit. Ich muss sofort diese Tür versperren. Mit Absperrband. Und wo soll ich das andere Ende festbinden? Hier. Es ist so kurz, um es bis zu der anderen Tür zu spannen.
Das könnte klappen. Sehr gut. Da kommt erstmal keiner durch. Das ist ja richtig spannend hier, ey. Was geht denn hier ab? Ich speichere mal noch, ne? Ich will nämlich hier nicht das Zeitliche segnen. Benutze Leiter, springe ins Kühler. Na, ich will jetzt nicht schwimmen. Na, ziemlich trübe das Wasser. Man kann gar nicht bis auf den Grund sehen. Gut, dann gehen wir einfach mal hier durch. Ah, sieh mal einer an. Die Edisons haben ja eine neue Garage. Die letzte hatten wir in die Luft gejagt. Ah, okay. Na, okay, ich hätte jetzt auch durchaus Sorge, dass hier weiter noch Jason rumrennt. Zementplatte. Eine stabile Zementplatte. Wie ging die eigentlich auf? Gerne, aber wie? Bewegt sich kein Millimeter. Etz nur Etzel. Wieso hat er denn wieder einen Etzel gekauft? Lieber nicht. Der letzte Kofferraum hat mir gereicht. Ich habe keinen Schlüssel für die Karre. Was sollen wir jetzt damit anfangen, hä? Wir haben auch schon ein Schussloch drin, ne? Etz nur Etzel. Können wir den drücken? Ziehen. Was soll mit den Schlüssel hier? Hier gibt es doch bestimmt irgendwo wieder so ein kleines Mini. Oder den Schlüssel. Wenn das ein Totenkopf ist, warum gehe ich dann versuche ich nicht mal die Gruft zu öffnen? Ich meine, wäre ja plausibel, dass ein Schlüssel mit Totenkopf Form vorne auf die Gruft hindeuten könnte. Versuchen wir es einfach mal. Bam. Mal sehen. Ja, hat wirklich gepasst. Na dann, auf in die Edison-Gruft. Das kommt irgendwie bekannt vor. Sieht ein bisschen aus wie Loom, oder was war das hier? Irgendwas war's. Oh nein, da gehe ich nicht runter. Es ist stockdunkel. Habt ihr nicht so. Da 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 da. Gut, da geht's also scheinbar. Die braune Taschenlampe. Ich meine, ja, wir können mal Ed fragen. Wir können mal Wink fragen. Vielleicht hat der zufällig irgendwie eine Taschenlampe bei sich. Ja, das ist ja noch hier so, wenn der wüsste, wer da im Haus lauert, ne? Ja, bla bla bla. Oh. Hallo. Bernard und Jeff sind beide tot. Haha. Ich kenne einige Leute, denen das ganz recht wäre. Das war kein Scherz, verdammt. Fluch nicht. Das vertreibt die Gäste. Ed, hier werden Menschen getötet. Haha, du bist ein Witzbolz, Ed. Lass mich bitte rein, Ed. Ich habe Angst, hier rumzulaufen. Tut mir leid, Sid. Einlass nur für Gäste. Lass mich rein. Wieso haltet ihr meinen Boss gefangen? Wer hält wen gefangen? Wink Smiley ist in eurem Kerker eingesperrt. Wer ist denn Wink Smiley? Smiley, nicht Slimey. Er ist Showmaster im TV. Ja, ja. Und der sitzt in unserem Keller? Ja, verdammt. Sid, du schaffst es nicht, mich zu veräppeln. Du musst die Polizei rufen. Besser nicht. Meine Freunde sind getötet worden. Selbst wenn das kein Spaß wäre, sollte ich die Polizei nicht holen. Aber wieso nicht? Unter uns. Wir haben keine Konzession für das Hotel bekommen. Mach's gut, Sid. Das kann ich doch nicht so... Ed, warte mal. Nee, das lasse ich mal nicht so auf mir sitzen. Ed, komm mal wieder raus. Hallo? Ist dir das alles so scheißegal? Muss ich dir erst einmal über die Birne hauen, dass ich da reinkomme? Ich will jetzt ins Haus. Nein, nur für Hotelgäste, Geheimtipp. Aber, Ed, ich... Aha. Oh, kann ich denn Wink Smiley nochmal anhauen, dass der mir das gibt? Mal sehen. Gut, der kann mir jetzt auch nicht helfen. Na toll, was mache ich jetzt? Garage, kann ich die schließen oder so? Das Tor ist so weit oben. Damit könnte ich die Garage vielleicht schließen, aber was habe ich davon? Gibt es da irgendwo einen Knopf oder sowas? Ads, neue Ads. Kann ich die ziehen vielleicht? Kriege ich die nicht raus? Vielleicht mit einem Lukenöffner? Gute Idee, aber hier ist keine Stelle zum Ansetzen.
Soll ich damit dekorieren? Soll ich damit polieren? Geld löst nicht alle Probleme. Besser nicht. Gute Idee, aber nicht zum Ansetzen. Also, wenn ich also irgendwas hätte, wo ich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie da ein Loch oder so reinhauen könnte. Hier ist irgendwo noch was hundertprozentig. Das Wasser ist schon dreckig genug. Besser nicht. Also nicht so rumfischen vielleicht. Schon dreckig genug. Ist kein Wunschbrunnen. Besser nicht. Okay. Dann wird das so nix. Ich gehe mal auch davon aus, dass er... Nein! Da unten lauert dieser Jason-Verschnitt. Schlüsselhaken. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Die Frage ist ja, wir müssen ja jetzt irgendwie, ich kann ja fast gar nicht, ist hier nirgendwo was oder so? Ich habe keinen Schlüssel für die Karre. Drücke, ziehe, schau. Okay. Dabei, ich brauche eigentlich nur eine Taschenlampe, um dann in die Gruft zu kommen. Also er traut sich nicht runter, weil es eben zu dunkel ist, offensichtlich. So. Aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle denn eine Taschenlampe her? Wenn ich doch im Kofferraum war, da möchte er nicht reingucken. Ja. Willst du? Nein, ich will da nicht reingucken. Oh, sieht nicht gut aus. Ja, ist es auch nicht. Kann ich einfach den Mond mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Ja, nee, muss jetzt nicht nochmal. Ist gut. Pack wieder ein. Ich glaube, ich hätte das nehmen kann. Ja, Ich dachte, dass ich vielleicht was in diesen radioaktiven Pool werfen kann, in der Hoffnung, dass das, Nein, gehe ich nicht mehr runter. Könnte doch da rumlungern. Nimm den Keimstein. Nein. Ich bin ja froh, dass er feststeckt, aber bist du wirklich froh? Klappe es noch auf. Dadurch ist es mir möglich, ins Innere des Briefkastens zu sehen. Wahnsinn, oder? Hat Jeff noch irgendwas bei sich? Jeff, kann er nicht wahr sein, immer ein ganzer Kerl. Benutze Jeff, wenn es sein muss. Ja, er hat sein Handy dabei. Igitt. Ich glaube, ich muss kotzen. Jeffs Handy. Vielleicht kann ich damit Hilfe rufen. Na toll, Akku ist leer. Vielleicht kann ich damit Hilfe rufen, auch nicht. Ich will das, ihn nicht nochmal anfassen. Ja, wenn der Handy-Akku leer ist, kann ich dann nicht so reinleuchten vielleicht? Besser nicht. Nein, stockdunkel. Ist hier nichts irgendwie, was ich mitnehmen kann? Meine, was hat mir das jetzt gebracht, dass ich das Handy... Akku ist leer. Ist so ein leerer Akku drin. Das muss mir ja was gebracht haben jetzt, oder? Jetzt vielleicht irgendwie Ad geben. Glaubt ihr mir dann, wenn ich ihm das irgendwie das Handy, woher soll das Handy von Jeff kennen? Das ist halt die Frage. Was ist los, Aufenthalt? Ach, du bist es schon wieder. Hallo. Ja. Oh, ein Handy. Ich habe leider keins. Hier draußen haben wir kaum Empfang. Den muss er doch irgendwie überzeugen können hier. Ach, Lukenöffner. Lukenöffner, komisch. Bernhard hat mich neulich angerufen. Und gefragt, ob ich seinen gesehen hätte. Besser nicht. Ich bin reich. Und ich weiß, mit 20 Cent anfangen soll. Gerade. Also das... Bis dann, Sid. Ja. Geh mal. Ich meine, ist jetzt Quatsch. Von wegen das Handy. Nee, es muss schon jemanden geben. Irgendwie. Aber ich konnte ja auch hier nicht irgendwie... Das Auto hat keine Luke. Passt hier nicht. Das ist doch Unsinn. Hilft mir nicht weiter. Komischerweise kann ich das Handy hier als Gegenstand benutzen. Das ist wirklich sinnlos, ich weiß. Dann machen wir mal kurz Pause und ich gucke mich mal ein bisschen weiter um. Bis gleich, ne? Ja, also ich habe eine Sache nicht ausprobiert, die offensichtlich war.
kann die Leiter nehmen. Warum nicht? Oh, Edna! Naja, wahrscheinlich hat sie es zu sehr übertrieben. Tja, sie hat sich wohl Dr. Fred zu sehr aufgedrängt, oder? Nee, wahrscheinlich zu Dr. Fred. Wahrscheinlich hat sie versucht, irgendwie Jason anzumachen und mit dem irgendwie anzubandeln. Aber das ist nie eine gute Idee. So, Garage, klettern wir mal. Ja, hoch genug ist sie ja. Dann hoch da. La 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 la. Ah, nice. Dann können wir das Fenster einfach öffnen. Lässt sich wohl nur von innen öffnen. Lässt sich wohl nur von innen öffnen. Ah, hier haben wir so einen Antennenhalter. Eine Halterung. Für eine Antenne oder eine Satellitenschüssel. Der ist auch aus Holz. Besser nicht. Geht nicht. Oder fällt dann der Grosch. Na gut, ich habe ein Handy, aber das Handy funktioniert doch gar nicht. Ja, toll. Funkfüchse. Kann man einfach hier... Sowas hat die Welt noch nicht gesehen, irre. Was ist das denn? Ich kann das obere Ende einer Wendeltreppe sehen. Wow, das ist unglaublich. Wenn ihr das sehen könntet. Das ist ja fantastisch. Was ist denn das? Ich kann das... Ach so, jetzt geht's hier weiter. Ja. Wir hatten uns nicht so viel gebracht. Ne? Wir brauchen eine Antenne. Oder eine Satellitenschüssel. Na, das ist ja toll. Wie kommen wir jetzt an eine Antenne? Oder an eine Satellitenschüssel? Hatte das Auto eine? Nee. Wie vielleicht hier im Radio? Hätte gekauft. Das Auto ist recht schwer. Ich glaube nicht, dass irgendwie... Wink. Ah, ich habe hier ein Handy. Ach, ich habe auch eins. Dann rufen Sie die Polizei. Hier werden sonst noch mehr Leute gekillt. Na, geht leider nicht. Das ist ein Prepaid-Handy. Und? Ich habe leider kein Guthaben mehr drauf. Kann ich das Handy haben? Na gut, wenn uns das weiterhilft. Da, bitteschön. Gut, jetzt habe ich Wings Handy. Hey, ich habe ja gar keinen Empfang. Ich nehme mal raus. Okay, ein geladener Handy-Akku. Das ist ja nice. Was machen wir jetzt mit einem geladenen Handy-Akku und Jeffs Handy? Hey, der passt ja wirklich rein. Echt irre, da gibt es tausende Akkutypen. Und ich habe einen, der passt. So, ja, und es ist voller Akku. Hey, ich habe ja keinen Empfang. Ja, ich brauche jetzt halt noch Empfang. Das ist halt... Schlüssel, ja, er möchte das ja nicht öffnen, weil... Ich meine, wo kriegt man sonst eine Antenne her? Also, ich würde natürlich noch sagen, ja, wir könnten Ed fragen, aber warum sollte er uns einfach eine Antenne oder eine Satellitenschüssel geben? Also einfach so, aus dem Nichts heraus. Das gibt ja auch nicht wirklich Sinn, oder? Ja, Manic. Menschenaufenthalt, oh, du bist es, hallo. Lass mich rein. Ja, keine Ahnung. Also, wir brauchen eine Satellitenschüssel. Oder wir brauchen eine Antenne. Also, Jeff. Aber er möchte ja bestimmt nicht mal Jet. Ich will das nicht nochmal anfassen. Hier möchte er auch nicht rein. Also, aktives Handy vielleicht zum Beleuchten. Möchte er auch nicht machen. Das verstehe ich gar nicht. Gibt es da bestimmt noch irgendwas, oder? Gar nicht. Tja, ne? Was machen wir da jetzt? Ich meine, ernsthaft, was machen wir jetzt? Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch, also... Eine Satellitenschüssel. Hier oben ist ja auch nichts. Also, ja, Antennenhalterung. Es würde reichen, um das Handy zu benutzen. Gute Idee. Wenn hier mal eine Antenne war, könnte der Empfang ganz gut sein. Ist das so?
Ja, doch keine Antenne. Ich rufe jetzt die Polizei an. Ah. Clouseau. Ist wieder. Ah, das Telefon. Sogar schön mit Akzent. Hallo, Ihr Chief Inspector Clouseau? Was? Massenmörder. So, so. Wink, smiley. Ich bin schon unterwegs. Ah, jetzt werde ich diesen Smiley endlich überführen. Ich bin der Beste. Natürlich. Ich bin der Beste. Halten Sie endlich die Klappe. Oh, sagt nichts mehr. Gut, wir haben die Polizei gerufen. Wunderbar. Oder Inspektor Clouseau, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Die werden wahrscheinlich auch gleich hier irgendwo zerteilt liegen sehen. Wollen wir das mal Wink mitteilen? Auch nicht, okay. Scheint auch so chill zu sein, also das ist... Wollen wir den da abholen vielleicht irgendwie? Nee. Sollen wir jetzt einfach warten? Ist das jetzt eine Zeitfrage oder passiert ja auch gleich noch was? Oder soll ich Ed vielleicht mal... Ed! Polizei! Oh. Oh, mal sehen, Menschen. Ach, du bist es nur. Hallo. Ja, hast du Waffen im Haus? Ja. Hast du was immer? Waffen? Wir hatten noch einen Rest von Mutters Bodensuppe. Ich meine echte Waffen. Nein, nur eine Motorsäge. Ohne Benzin, richtig? Richtig. Vergiss es. Ed, du musst aufpassen. Er wimmelt es von Mördern. Ach, du gehst mir auf die Nerven, Sid. Aber Ed, ich... Nein! Hallo? Bleib mal hier. Oh. Dass der noch nicht ausgerastet ist, ob wir den schon jetzt angefunkt haben. Du musst mir helfen. Ich muss arbeiten. Nein! Oh, jetzt bleib doch mal hier. Kann ich dein Handy andrehen vielleicht jetzt, oder? Wann kommt ein Clouseau? Oh, hallo. Du schon wieder. Mit Ed. Willst du nicht geben? Ja, na gut, dann bis bald, ja. Weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Jetzt habe ich, gut, ich habe jetzt Clouseau angerufen. Er wird jetzt immer noch nicht nach unten wollen. Was will man jetzt von mir? Da könnte immer noch, ja, Dings drin sein. Ich dachte, dass vielleicht irgendwie Clouseau hier rankommt. Besser nicht. Ich würde gerne das Ding da anheben, aber ich habe nichts zum Ansitzen. Garagendach hier. Ja, Ich habe die Polizei schon gerufen. Aber ich weiß noch nicht, was ich jetzt machen soll. Ich werde mal einen kleinen Blick werfen in die Komplettlösung. Nur mal ganz klein. Okay, laut Komplettlösung muss ich zum Pool gehen. Ah, jetzt kommt er. Ah, toll. Ja. Interessant. Ich wusste es. Blut in Winksmileys Kofferraum. Heute ist dieser Smiley fällig. Oh. Kann ich helfen? Ah, Mr. Smiley. Das ist Freddy Krueger wahrscheinlich. Endlich sind Sie mir in die Falle gegangen. Ich verachte Sie im Namen des Gesetzes. Es ist Freddy Krueger. Was willst du von mir? Du elender Wurm. Was soll das denn jetzt? Jetzt wirst du sterben. Sie sind gar nicht Wink Smiley. Wer sind Sie? Okay, wir wissen, was jetzt passiert, ne? Der wird, glaube ich, jetzt nicht mehr so lebendig sein. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Oh, eine Taschenlampe. Und er ist weg. Also er wurde in die Traumwelt gezerrt. Jetzt können wir endlich mal die Taschenlampe nehmen. Haben wir das jetzt auch mal? Könnte ich brauchen. So. Und dann würde ich sagen, auf in die Gruft, ne? Du. Dann gibt es jetzt kein Zurück mehr. Doch, wir machen noch mal. Danach sagte, dass er den nicht mal aus den Augen lassen würde. Ja. Wir speichern nochmal auf Nummer 1. Du. Besser nicht. Oh nein, ich gehe jetzt nicht runter. Es stockt. Er benutzt Taschenlampe. Okay, jetzt kann ich runtergehen. Was ist das für eine Gruft? Sieht mehr aus wie ein Scheiß aus. Öffne Sarg. Mal sehen. Da sind Toilettenartikel drin. Gollum! Ich will es hier! Ich will unseren Schatz! Ja, warum nicht? Nimm offenen Sarg, kann ich noch was nehmen? Gollum. Wer bist du? Ah, unsere Namen will es wissen. Aber wir sagen es ihm nicht. Was ist das für ein Schatz? Es will uns wegnehmen. Nein, ich nehme... Oh Gott. Ich nehme ihn nicht weg. Wenn es ihn uns nimmt, muss er sterben. Oh, ich gehe lieber wieder. Geh weg und komm nie wieder. Oh Gott, um zu sprechen ist echt nicht so einfach. Ich gehe lieber. Geh weg und komm nie wieder. Er will so einen Schatz haben. Ein Pümpel. Was zeigt es uns da? Wir wollen keinen stinkenden Pumpe. Wir wollen das richtig haben. Wir lieben die Dunkelheit. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Was will ich damit? Wenn es uns damit schlägt, muss ich sterben. Tja. Es ist direkt auf dem Klo. Vielleicht können wir irgendwie... Ja, das ist irgendwie entwürdigend. Und die schließen? Bringt das was? Können wir die Brille nehmen? Nee. Oh, ich habe einen Dime. Vielleicht 20 Cent. Vielleicht ist er so geil da drauf. Besser nicht. Nicht? Geld? An Gollum? Push. Was sagt das uns da? Das wollen wir nicht haben. Was sagt es uns ein Schwanz? Das ekelt uns an. Tja, nun. Nach oben. Na, ich will jetzt nicht nach oben gehen. Jetzt bin ich schon mal unten. Jetzt muss es dann irgendwie weitergehen. Ein Pimpel. Oder wie nennt man das Ding? Ah, warte einen Moment. Jetzt weiß ich, was wir damit machen. Jetzt können wir die Platte anheben. Ich mach die Lampe besser aus. Die Platte bei der Garage. So, gehen wir mal zur Garage. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht irgendwie abgeschlachtet werden. Ich meine, wer rennt jetzt hier rum? Wir haben Jason, wir haben Freddy Krüger, wir haben Screamface, soll ich sagen. Ghostface. Ja gut, Gollum auch, aber Gollum ist jetzt der macht ja nichts, der ist nur rum und... So, das könnte funktionieren. Okay, ich hab's. Ha, jetzt ist der Weg frei. Durchgang. Oh oh. Ach ja, das geheime Labor von Dr. Fred. Was der Kerl hier wohl wieder ausbrütet. Was haben wir hier? Ein Schlitz? Ist egal. Setz das Geld. Wozu soll das denn gut sein? Ich will es gar nicht wissen. Benutze es. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wir haben viel Zeug, aber irgendwie Maschine kurios. Wieder so eine Maschine von Dr. Fred. Wie denkt er sich solche Sachen nur aus? Do not touch. Und was ist, wenn ich es doch mache? Wo soll ich denn zuerst drücken? Drücke. Nein. Nicht doch. Videomatik. Benutze.
Es tut sich gar nichts. Kassettenschacht. Er steht für Videotapes. Kann ich die öffnen? Ist da vielleicht schon eins drin? Bringt nix. Ich meine, man könnte vielleicht mal mit einem Dime probieren, das Ding anzuschmeißen. Vielleicht benutze ich dafür den Mundschlitz. Ein Versuch ist es wert. Vielleicht hat Dr. Fred ja den Erotik-Kanal. Ich glaube nicht, dass du sehen möchtest, dass Dr. Fred für Erotik-Sachen schaut. Glaub mir. Oh, hier bin ich wieder, ihr alter Freund Marketeer. Wir veröffentlichen immer noch alles. Schicken Sie es einfach an die eingeblendete Adresse und... hey, was soll denn diese Musik? Was passiert hier? Briefmarke nicht. Was? Oh, was ist das denn? Oh, nein. Oh Gott, Hilfe. Oh. Hier bin ich wieder, ihr alter Freund, Freddy Krueger. Und er hat aufgehört zu zappeln. Ich schlitze immer noch alles. Sag nicht, will ich vergessen. Das kann ich nicht glauben. Marketeer ermordet von Freddy Krueger. Was treiben diese Filmmonster denn hier? Ich wette, das geht auf Dr. Freds Konto. Finger weg von der Maschine. Dr. Fred, was geht dir vor? Das sollte ich dich fragen. Müsst ihr Kinder immer in meinem Haus einbrechen? Und euch in alles einmischen? Meine Freunde sind ermordet worden. Wirklich? Ja, Bernhard, Jeff und Grüntentage sind tot. Sogar Marketeer ist gerade umgebracht worden. Mist. Mehr haben sie dazu nicht zu sagen. Die Wissenschaft hat schon immer Opfer gefordert. Sie müssen meinen Boss freilassen. Deinen Boss. Ja, der Typ, den sie im Kerker gefangen halten. Der ist dein Chef? Ja, lassen sie ihn sofort gehen. Okay, okay. Aber erst musst du mir helfen, diesen Albtraum zu beenden. Das habe ich befürchtet. Ihre verrückten Pläne sind eine Gefahr. Ich versuche nur, das Schlimmste zu verhindern. Typisch. Kaum laufen Mörder frei durch die Gegend. Gebt ihr mir die Schuld. Haben sie etwa nichts damit zu tun? Nun, genau genommen. Doch. Ja, ich wusste es ja gleich. Was zum Geier haben sie diesmal verzapft? Naja, ich wollte ein Videosystem entwickeln. Das Filme dreidimensional abspielt. Und? Es hat geklappt. Nur leider etwas zu gut. Toll. Zu gut. Ja, die Monster aus den Filmen haben sich in der dritten Dimension materialisiert und laufen jetzt amok. Ich habe die Polizei angerufen. Das ist schlecht. Wir haben keine Konzession für das Hotel. Verdammt, hier laufen wahnsinnige Mörder rum. Vielleicht mieten die ein Zimmer. Ha, ich glaube nicht. Na, ganz toll. Ich verschwinde lieber. Du musst mir helfen, Sid. Was können wir denn jetzt tun, Dr. Fred? Wenn ich das wüsste, dann hätte ich es bereits getan. Aber Sie haben die Maschine gebaut. Geben Sie mir wenigstens einen Tipp, wie das Gerät funktioniert. Nun, man legt einfach ein Video in die Videomatik. Und die Maschine erledigt den Rest. Warum mussten es unbedingt Horrorfilme sein? Es ist schließlich Halloween. Was hätte ich sonst anschauen sollen? Mickey Mouse vielleicht? Ja, die hätten sicher niemanden umgebracht. Haben Sie noch andere Filme da? Nein, Ed hat sie schon zurück in die Videothek gebracht. Hat Ed vielleicht noch andere Filme? Sicher nicht. Der einzige aus unserer Familie, der sich für Videos begeistert bessern konnte, war mein Cousin Ted. Ted? Ist er nicht schon lange tot? Ja, leider. Ich konnte nichts dafür. Die Operation verlief ganz nach Plan bis... Ich will es gar nicht wissen. Umso besser. Wo hat Ted seine Filme aufbewahrt? Keine Ahnung. Er ist ja schon über 20 Jahre tot. Warum denn Video? Nie was von DVD gehört? Hör mal, Bengel. Meine finanziellen Mittel sind sehr begrenzt. Sehr, sehr begrenzt. Sehr, sehr, sehr be... Ich hab's kapiert. Ich mach mich los. Viel Glück. Ja, Bild von Schwester Edna. Sie hat sich kaum verändert. Leider.
Was hat er gesagt hier? Ich sollte erst Dr. Fred fragen. Okay, du frag mal. Kann ich das Bild von ihrer Frau haben? Was willst du damit? Ich habe das Gefühl, dass ich uns damit retten kann. So? Ah ja, mein Schatz. Soll ich dich wirklich hergeben? Oh Gott, also... Ja gut, Gollum könnte das gefallen, ne? Ich frag mich, wo Edna abgeblieben ist. Hier, nimm sie mit. Danke. Hier komme ich nicht durch. Geht nicht, abgeschlossen. So, dann haben wir noch was wir Gollum jetzt geben können. Naja, okay, ist interessant. Gollum scheint einen sehr einzigartigen Geschmack zu haben, sagen wir es mal so direkt, ne? So, Gollum, pass auf, ich bin auf dem Weg zu dir. Lalalala. Ist auch lustig, dass er immer noch lachen kann, wenn seine ganzen Freunde abgeschlachtet werden. Die Charaktere aus Manic Menschen verlieren nie ihr Lächeln, ja? Ja, dann mach die Taschenlampe halt an. So. Gollum. Was hat es denn da? Ah, ein wunderschönes Weib. Gib uns das. Wir wollen das haben. Okay, okay. Ah, wie schön es ist. Wir nehmen es mit. Aha, okay. Blöder Hobbit. So. Müssen wir jetzt ja eigentlich mal, wenn es sein muss. Was ist denn das? Eine Videobox? Wie kommt die denn hier rein? Eine Videobox scheint sogar wasserdicht. Ah, ist tatsächlich nur ein Tape drin, ne? Perfekt. Da haben wir es doch geschafft, eigentlich, oder? Naja, Taschenlampe aus. Kannst du gern machen, ist in Ordnung. Bin ich bei dir. Du-du-du. So, dann müssen wir jetzt natürlich wieder den weiten Weg latschen hier zu Dr. Fred. Rein da. Was denn hier passiert? Oh, mit dem Speer! Was soll ich das? Ich will es gar nicht wissen. Kann das sein, dass es der Typ aus... ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ist? Lass es besser hier. Nicht das seltsame Gerät, ich meine... Oh Gott, Dr. Fred ist auch tot, oder? Dr. Fred, was ist denn jetzt passiert? So ein Kerl mit Hut kam hier rein und hat meinen Tentakel getötet. Das ist nicht zu übersehen. Wo ist der Kerl hin? Er hat sich irgendwie in Luft aufgelöst. Ach, ich kann nicht mehr. Ich will ja nur noch raus. Du kannst mich doch nicht im Stich lassen. Das ist doch alles ihre Schuld. Ich will aber nicht sterben. Wer war das? Freddy Krüger. Lassen Sie uns bitte gehen. Ihr wollt schon gehen? Es fängt doch gerade erst an. Warum bringen Sie all meine Freunde um? Deine Freunde? Ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie nicht getötet. Wirklich? Quatsch. Ich schaue nie wieder einen Ihrer Filme. Das macht mich so traurig. Und wenn ich traurig bin, muss ich töten. Und ich dachte, ich wäre der Verrückte hier. Platz 2 ist ja auch nicht schlecht. Es ist zwecklos. Wie war? Ja, schnell rein da, oder? Ich hoffe, ich tue das Richtige. Es passiert nichts. Es tut sich gar nichts. Ja, komm, hier, hilf. Ich habe ein Miedetape für die Maschine. Was ist drauf? Keine Ahnung. Es ist nicht beschriftet. Los, benutze es. Und wenn es noch ein Horrorfilm ist, welche Wahl haben wir schon? Wie startet man denn die Maschine? Du musst Geld einwerfen. Hier, nimm diese Münze. Okay. So, das Tape ist eingelegt. Jetzt hilft nur noch beten. Ja, kommt mir nicht. Was ist denn das? Darth Vader oder was? Was bist denn du für ein Blecheimer? Du wirst nun die dunkle Seite der Macht zu spüren bekommen. Sie kämpfen. Ein harter Kampf. Was war das noch für ein Film?
Star Wars. Ah ja, stimmt. Ich geh mal Popcorn holen. Was für ein Gemetzel. Tja, sie werden beide draufgehen. Und wir sehen natürlich nichts, ne? Endlich. Das war das Ende von Freddy. Jetzt fühle ich mich sicher. Oh. Oh! Und der nächste. Oh oh. Jetzt kommt der auch noch. Oh, das war's, Sid. Naja. Oh shit. Schnitt. Wer hat das Licht ausgemacht? Schnitt. Nein, sag nicht, das war alles nur. Schnitt, Schnitt. Mr. Smiley, was geht hier vor? Unsere Zeit ist abgelaufen. Es fürchte ich auch. Ach, war nur eine Show. Oh Gott. Smiley Horror Picture Show. Was? Was ist das für ein Arschloch? Das war die Wings Smiley Show für heute. Nee, das war die Wings Smiley Show für heute. Mit unserer Halloween-Ausgabe, die Smiley Horror Picture Show. Was geht denn hier vor? Wie komme ich denn ins Studio? Sid, übernimmst du das Klavier? Okay. Es ist übrigens der Time Warp aus Rocky Horror. Vielen Dank, dass Sie auch diesmal eingeschaltet haben. Mit dabei waren heute Jeff Woody als Jason. Jederzeit wieder. Und Bernard Bernoulli als Scream Monster. Ich krieg keine Luft hier drin. Die Live-Musik kam heute von Grüntentakel und den Saugnäpfen. Yeah. To the wild time warp again. Das war wieder eine MM-Episode von Mr. L. Escape from Manic Mansion. Ein Halloween-Special basierend auf Manic Mansion von Lucasfilm Games und Manic Mansion Mania von LucasFan. Zusammengeschustert mit AGS von Chris Jones. Beta-Tester waren Kleiner Abel, Simpson 2K3 und Sven. Ich hoffe, die Show hat euch gefallen. Naja, mir schon. Hey! Mein Hamster! Das reinste Tollhaus hier. Ha! Machen wir besser Schluss. Bevor noch jemandem was passiert. Bleibt sauber, Leute. Yay. Yeah. Okay, jetzt startet meine Seele. Ich glaube, das war's jetzt. Es passiert noch was. Aber hey, wieder eine fantastische Episode. Ne? Also ich sag mal so, es ist nicht verwunderlich. Ich meine, von Mr. L wird man ja nie enttäuscht. Tolle Episode. Also sehr, sehr interessant natürlich. Ich glaube, als Sid wäre ich ausgerastet am Ende, wenn ich das erfahren hätte. Drew hat aber einfach weiter sein Keyboard gespielt. Wahrscheinlich wollte er einfach nicht gefeuert werden. Ne? Aber so, ist toll. Also schöne Anspielung, auch tolle Rätsel wieder. Auch einfach eine schöne Grundatmosphäre. Ne? Und jetzt wissen wir ja zumindest, wenn das jetzt Kanon ist. Und es ist ja Kanon, weil, wie gesagt, es war nur eine Show. Dementsprechend war das alles inszeniert. Und ja, die Edisons haben da auch mitgemacht. Scheinbar wurde er dann also nicht gefangen unten im Knast, sondern, ja, weiß ich nicht. Hat die dafür bezahlt, da mitzumachen? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war ein schöner Plot-Twist am Ende. Sowas weiß ich ja immer zu schätzen. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Horror-Episode, der nächsten Halloween-Episode von Manic Mansion Mania wieder. Bis dahin, ciao!